Ja, ich habe mir schon wieder EDC-Teile gekauft und die heißen Valparade und sind so Geldtascherl, die auch irgendwie so Molle und ja, einfach Ordnung im Hosensack bringen sollen. Wenn du wissen willst, was die können, bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Rainer Rossmann. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe es wieder getan. Ich habe mir wieder EDC-Ausrüstung gekauft auf Amazon. Ja, tut mir leid, da kriege ich auch immer wieder Kritik. Amazon, die gibt es halt nur dort. Gibt es leider auch nicht in meinem Shop, aber so ist die Welt. So, die gibt es in drei Ausführungen. Ich zeige dir dann die anderen zwei. Aber die Idee ist ziemlich simpel. Und zwar, du hast im Format einer Brieftasche, eines Geldbeutel. Teilweise funktioniert das Ganze auch als Geldbeutel, denn du hast hier einen Zip. Das ist hier alles nett verarbeitet. Ich habe noch keine Langzeiterfahrung, das werde ich aber nachholen. Aber der Punkt ist ganz ein anderer. Ich finde die Dinger total super. Aber gib mir kurz Zeit. Du hast also ein Geldbeutel. Eine Brieftasche, da kannst du natürlich auch Kleingeld reingeben. Gut. Ich mache das nicht. Ich habe es jetzt 1,5 Wochen im Einsatz. Ich gebe da meine SD-Karten rein. Ich habe 100.000 SD-Karten immer. Ja, Videos für YouTube, meine Online-Ausbildungen und Kurse und so Geschichten. Also ich brauche da immer irrsinnig viel. Und das ist super. Die fallen da nicht raus. Der Zip hat sich auch überhaupt nicht bewegt. Das ist super. So. Und dann auf der anderen Seite. Und dann wird es so taktisch. So EDC-taktisch. Gibt es mehrere Ausführungen und die Idee ist ziemlich simpel. Du hast hier ein großes Hauptfach. Ich zeige dir dann die anderen beiden auch noch und den Unterschied. Du hast hier ein großes Hauptfach. Da zeigen die, ich gebe da billige Eigenwerbung, den Link natürlich auf Amazon, gibt es da dann nirgends anders. Übrigens, das ist kein gesponsertes Video. Ich habe mir die Teile einfach gekauft, weil ich sie gut finde, möchte ich gleich hinzufügen. Weil die Frage auch immer wieder kommt, ob ich Sponsoring annehme. Nö! Aber schau mal her, hier kann man Handy reingeben. Ich habe keine Idee, da fehlt mir noch irgendwie der Plan. Aber jetzt wird es interessant. Und zwar, hier hast du Einsteckteile. Das ist übrigens das eine aus dem Multitool. Schau dir das an, das gibt es wiederum bei mir im Shop. Also, da gab es bei dem Tool zum Beispiel, bei diesem Teil hier, das ist ein Pfeiferl und ein Feuerstahl und ein Minimesser und ein Glasbrecher, Meinungsverstärker, Glasbrecher oder sonstige Dinge, gab es immer den Punkt. Reine, das hat halt kein Clip. Ja. Für das hat man sowas, ja, für das hat man sowas im Hosensack einstecken und nimmt es dann ganz cool raus und sagt, ich sehe es anders. Nein, Spaß beiseite. Aber genau für solche Aspekte ist es gegeben. Ist schön, du hast hier, da geht es auch Stift rein, seitlich. Das ist jetzt bei den anderen etwas von der Größe her anders gestaltet. Da sind hier diese Seitentaschen anders, aber da komme ich dann gleich dazu. Dann hier. Und hier ein Taschel und hier außen auch wieder was Feines. Dann hier Molle. Da muss man aber auch fair bleiben. Ich habe hier hinten auf meinem Molle-Teppich die Toolpockets zum Beispiel von Tasmanian Tiger. Wenn ich das auch noch da drauf poppe, dann ist das so ein fettes Teil. Und fett bin ich selber, also brauche ich nicht unbedingt noch ein fettes Teil einstecken. Schneller Themenwechsel. Das schaut zwar cool aus, kann man natürlich jetzt auch verwenden, um zum Beispiel, ich hoffe es geht sich aus, bin ja auch Messerfreak. Kennst du schon meinen Messerkanal? Oben beim i-Klicken oder so. Also da gibt es andauernd Messer-Reviews. Also man könnte jetzt zum Beispiel hergehen, wenn man es zusammenbringt. Ich habe Wurstelfinger. Weißt du, was Wurstelfinger sind? Die schauen so aus. Na geh! Ist das so fürchterlich! Aber jetzt, so, schau her. Also man könnte jetzt hergehen und zum Beispiel Messer so an die Position bringen. Muss man auch dazu sagen, du hast das glaube ich gesehen, wenn das dann zu weit runter gibt durch diesen Deep Carry Pocket Clip, dann passt das wiederum nicht. Also das musst du anpassen, ob das für dich etwas sein kann. Aber da wäre es jetzt zum Beispiel so, das geht sie da gerade noch aus. Und dafür gibt es eben, ich mutmaß, dass das die Idee von den Designern war, auch welche, die halt breitere Taschen hier haben, nämlich diese schräge Mitteltasche. Da sind jetzt zum Beispiel nur zwei. Und dann gibt es hier einen, der hat hier eine kleine, da noch eine mittlere und dann noch, also mittel und dann noch so mittendrin. Schau es dir einfach an, geh auf Amazon oder auch nicht und schau dir das an. Das heißt, ich finde das cool. Ich finde das total cool und das hat mich total angesprochen, weil ich jetzt verrückt bin. Und besonders taugt mir das mit den Vierer hier. Ich kann da nämlich meine Stifte mit einpacken, ich kann da mein Messer mit reingeben, Taschenlampe. Aber eins ist natürlich auch klar,
für den Hosensack, so wie die das geschrieben haben jetzt bei Amazon, also ich habe es jetzt zum Beispiel ein bisschen im Hosensack getragen, wenn du da wirklich Taschenlampe und alles mit dabei hast, es wird riesig schwer. Ja? Ich glaube, dass das eher etwas für eine Jacke ist, zum Beispiel für die Helikontext Level 7, die habe ich auch einmal also beim E-Klicken vorgestellt, da hast du große Seitentaschen oder bei den Carinthia-Taschen, also ganz MIG 3 oder 4.0, weiß nicht, was die aktuelle ist, kannst du einschieben und das reinstecken, also das ist schon cool, das ist wirklich cool, wenn du dann eine gewisse Ordnung im System hast oder wenn du eine ganz klassische Tasche hast, also ich arbeite gerade mit dieser Tatonka-Tasche, da habe ich fast keine Organisation, das ist einfach ein großes Fach, was ich da drin habe und dann werfe ich das mit rein und bin dabei, also das finde ich wirklich gut, Hier gibt es dann auch noch zwei Schlaufen, da habe ich noch nicht ganz gecheckt, was da die Idee ist, ich mutmaße, dass man das vielleicht in anderen taktischen Taschen montiert in den inneren modularen Systemen, da sind ja auch immer wieder mal Flexicords mit eingebaut. Habe ich was? Ich glaube, ja, ich habe was da zum Beispiel. Ich habe nämlich gerade am Kaufberatungskanal auch ein Video gemacht, wenn du den noch nicht kennst, auch oben bei mir klicken. Da habe ich ich habe eine Frage bekommen zu diesem Teil hier von Tasmanian Tiger. Und jetzt könnt ihr mal vorstellen, dass man zum Beispiel hergeht und das mit diesen Klappen hier, also mit diesen kleinen Schlaufern, da einfällt. Mache ich jetzt nicht, bin ich einfach viel zu faul dazu, aber dann könnte ich das so hin und her klappen und hätte es innerhalb von einer Tasche oder einem Pouch oder was auch immer, wiederum als Ordnungssystem und kann das umklappen und habe hier auch mit alles dabei. So, deppert ist das nicht. Ich glaube, das kommt aus China. Viperate. Tactical Equipment Viperate. Ich glaube, dass das in der PRC gemacht wurde, in der People's Republic China oder of China, so irgendwie gemacht wurde. Aber das heißt nicht, dass es schlecht ist. Es ist qualitativ wirklich fein. Also meine drei, die angekommen sind. Und da gibt es auch einen ganz anderen Bug von der Firma. Und das muss ich mal jetzt alles zulegen. Ich zeig's dir aber auch. Ich mache das nur für dich. Niemals würde ich aus Spaß irgendwelche Dinge einkaufen und testen oder mit herumlaufen wie ein Verrückter und immer mit einem Rucksack unterwegs, wo Sachen drin sind und rein und rauspacken. Mache ich nie für mich. Nie. Niemals würde mir das Spaß machen. Mache ich alles nur für dich. Nein, Spaß beiseite. Also die haben einige andere Sachen, die ich jetzt auch noch checken will. Also mir taugt das. Und jetzt bist du dran. Was hältst du davon? Wie siehst du das? Findest du das gut, schlecht? Findest du, dass das ein Klumpert ist? Es ist extrem leicht. Hast du ein Einsatzgebiet? Hättest du eine Idee, was du damit machen könntest? Schreib mal bitte einen Kommentar, das wäre irrsinnig cool. Und ich gebe dir natürlich den Link in meinen Shop zu unterschiedlichsten Produkten. Vielleicht kennst du meine Bücher noch nicht oder meine Online-Kurse oder Ausbildungen oder was auch immer. Ich halt so treibe die ganze Zeit. Gebe ich da auch unten den Link. Schreib einen Kommentar, Daumen nach oben, Abo zu mir in den Shop, aber andere Videos und Viperate, yeah.